Alle Schulen in Deutschland für 5 Wochen geschlossen. Was geht ab, Leute? Hier ist Leo Eckel, euer Abiturcoach. Ich komme gerade hier hinten aus dem Live-Call mit unseren Coaching-Teilnehmern. Ja, das heißt, all diejenigen, die wir eben auch auf intensiverer Basis betreuen. Mit denen habe ich immer in regelmäßigen Abständen eben auch Calls, um zu schauen, wie steht es bei denen, wie kann ich ihnen eben auch individuell helfen. Und da war natürlich heute das ganz präsente Thema, wie überall auf der Welt in den Medien gerade, das Thema Corona. Ja, und auf die medizinischen Hintergründe und so weiter will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, aber es ist natürlich so, dass es sehr, sehr viele von euch einfach auch hinsichtlich der Schule natürlich jetzt auch schwer betrifft, weil ich glaube, es gibt überhaupt gar kein Bundesland mehr, was in den nächsten 5 Wochen noch Schule haben wird. Es wird, glaube ich, in einigen Bundesländern und an einigen Schulen, sage ich mal, am Montag oder am Dienstag vielleicht noch einen gewissen Möglichkeit geben, sage ich mal, nochmal auch irgendwie was zu besuchen, um da vielleicht auch nochmal letzte Sachen abzuklären. Aber ansonsten war es das jetzt erstmal, was natürlich gerade für diejenigen, die jetzt Abi-Prüfungen bei euch haben, schon einen sehr krassen Sonderstand irgendwo auch hervorbringt. Und da möchte ich einmal kurz mit euch drauf eingehen, weil, wie gesagt, ich habe gerade mit unseren Coach-Unternehmern da sehr intensiv darüber gesprochen, möchte aber euch auch an alle anderen da draußen, sag ich mal, so die wichtigsten Punkte einmal mitgeben. Und zwar, was jetzt ganz, ganz entscheidend ist, was wir jetzt eben auch gerade besprochen haben, ich stelle einmal kurz das Handy so hin, kann übrigens auch jetzt gerade nur übers Handy das Ganze aufnehmen, weil ich, sage ich mal, wir jetzt natürlich auch hier hinter den Kulissen von unseren Teilnehmern viel da sein dürfen, selbst im Unternehmen einige Dinge zu managen, diesbezüglich haben, aber trotzdem will ich kurz darauf eingehen. Was ganz, ganz wichtig für euch ist, ist erstens mal zu verstehen, es ist jetzt eine Sondersituation für euch, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist einfach nur für euch, dass ihr, sage ich mal, euch auch erstmal ein bisschen Zeit gibt, das Ganze zu verarbeiten. Es bringt jetzt nicht zu sagen, das beeinflusst mich gar nicht oder es beeinflusst mich voll oder was auch immer, sondern es ist einfach eine Veränderung. Ja, es gibt ein paar Dinge, wie gesagt, auf medizinischer Hinsicht, wasch euch die Hände, all diese Punkte, gibt es, glaube ich, genug Quellen, um das Ganze nachzulesen, wie man da jetzt eben auch sich entsprechend schützen kann. Aber ansonsten für die Schulsachen, gerade jetzt auch für die Abiturprüfungen, ist es einfach super, super wichtig, dass ihr jetzt einfach das erstmal verarbeitet und dann sagt, okay, so ist es jetzt, ja, und dann lernt ihr mit der Situation umzugehen. Und was ihr da jetzt eben am besten machen könnt, und das ist der ganz, ganz große Vorteil, den ihr jetzt eben auch aus dem Ganzen draus ziehen könnt, ihr habt halt jetzt eine viel, viel höhere Eigenverantwortung. Ja, das bringt euch natürlich mehr in die Pflicht. Gleichzeitig habt ihr aber auch die Möglichkeit, dass alles jetzt nochmal in den nächsten 5 Wochen viel, viel konstanter ist. Die meisten von euch haben jetzt auch nochmal wesentlich mehr Zeit. Ja, diejenigen, die eben Abi-Prüfungen schreiben, da habt ihr eben die Möglichkeit, nochmal wesentlich mehr Zeit rauszuholen, weil vielleicht bei euch im Unterricht, sag ich mal, vielleicht der Stoff sowieso nicht so intensiv durchgenommen worden ist, ihr vielleicht schon mit dem Stoff fertig wart, wie auch immer. Deswegen nutzt diese Zeit auf jeden Fall und ganz, ganz wichtig, schafft es bei euch daheim, ein System zu kreieren, wo ihr wirklich konstant eure Sachen machen könnt. Ja, ich habe es gerade angesprochen, versucht wirklich jetzt einmal euren Schreibtisch auf Vordermann zu bringen, dass wirklich da alles ordentlich ist, ihr keine Ablenkungen habt, ihr einfach im Fokus seid, ja, habt einen klaren Schlafrhythmus, wann ihr aufsteht, wann ihr schlafen geht, habt eine Morgenroutine, habe ich auch schon Videos dazu gemacht, wie gesagt, ich würde mich morgens ein bisschen energetisieren, ja, das bedeutet einfach vielleicht lüften, einen halben Liter Wasser trinken, vielleicht ein bisschen Sport machen, spazieren gehen, dann auch meditieren, um besser in den Fokus reinzukommen. Und dann geht es einfach nur darum, dass ihr möglichst konstant halt lernt. Ja, die meisten Fitnessstudios, Clubs, was auch immer, machen ja auch zu. Das heißt, auch das Freizeitangebot ist wesentlich stärker eingeschränkt. Das heißt, ich würde empfehlen, legt wirklich jetzt den Fokus aufs Lernen, ja, vor allem vormittags und gerade auch für diejenigen, die abends nochmal so immer so Schub bekommen, das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das ausnutzt. Am Nachmittag könnt ihr auch noch ein bisschen was lernen und auch ein paar andere Dinge machen. Das sind erstmal so die wesentlichen Punkte für euch, wie ihr damit vor allem mal eben auch konkret umgehen könnt. Und dann würde ich euch vor allem auch empfehlen, dass ihr zum Beispiel, war auch ein sehr guter Impuls gerade von einem unserer Coach-Teilnehmer, dass ihr hier am jeden Abend euch immer wieder fragt, okay, was waren heute die Gründe dafür, dass ich sehr produktiv arbeiten konnte? Ja, weil ihr seid einfach sehr hoch in der Eigenverantwortung. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr bekommt jetzt nicht mehr von den Lehrern irgendwie Vorgaben, dass ihr es bis da und da fertig haben müsst, sondern ihr müsst für euch selbst, sag ich mal, das Ganze eben auch schaffen zu managen. Dementsprechend, was hat heute Abend, da könnt ihr quasi jeden Abend, vielleicht bevor ihr schlafen geht, die Frage stellen, was hat dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel heute sehr produktiv sein konnte? Ja, und stellt euch gleichzeitig auch die Frage, was hat mich heute am meisten davon abgehalten, produktiv zu sein? Wenn das zum Beispiel das Handy ist, eure Eltern, dass vielleicht sie ins Zimmer kommen, dass, keine Ahnung, Geschwister von euch irgendwie im Nebenzimmer laut sind, was auch immer, dass ihr mit ihnen das kommunizieren könnt und dass ihr eben auch für euch dann wieder ein Umgebungs-, ein Szenario und einfach auch
ja, ein Umfeld schafft, in dem ihr eben auch bestmöglich produktiv sein könnt. Weil das wird jetzt ganz, ganz entscheidend sein, dass ihr genau dieses Umfeld schafft, ja, um dann in den nächsten Wochen auch unter diesen gesonderten Umständen, sag ich mal, das Ganze bestmöglich anzugehen. So viel zu dem ganzen Thema von meiner Seite. War mir einfach nur kurz wichtig, euch da, sag ich mal, auch so die wichtigsten Punkte jetzt mit an die Hand zu geben, ja, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Wenn ihr ansonsten, sag ich mal, da jetzt auch gerade in dieser neuen Zeit, gerade auch in Bezug auf die Abi-Prüfungen, nochmal intensivere Unterstützung zum Beispiel auch von uns bekommen wollt, wie gesagt, das Thema Corona ist jetzt gerade auch bei uns im Coach natürlich auch ein sehr, 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 sehr großer Punkt. Könnt ihr gerne einfach den Link unterhalb in der YouTube-Beschreibung oder im erst angepinnten Kommentar verwenden und euch bei uns aufs Coaching bewerben. Dann können wir auch da schauen, gerade diejenigen, sage ich mal, die das Abi-Prüfung haben, denen wollen wir jetzt natürlich ganz speziell helfen, weil es jetzt eine neue Situation ist, wo wir dann natürlich auch nochmal konkret und im Detail unterstützen können, euch auch vor allem hinsichtlich der eigenen Lernplanstrukturierung und so weiter sehr, sehr stark helfen können und auch dafür sorgen können, dass ihr, sag ich mal, motiviert und ausdauernd da auch dran bleibt. Deswegen, für wen das interessant ist, ja, erst Link in der YouTube-Beschreibung oder den Link im angepinnten Kommentar. Und ansonsten auch für alle anderen wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Bleibt safe, ja, für euch und eure Familien. Versucht vor allem, euch die Hände zu waschen, ja, und die, sag ich mal, die Basics einfach einzuhalten. Und dann bin ich zumindest sehr optimistisch gestimmt, dass dann in 4, 5, 6 Wochen auch wieder Normalzustand eintreten kann. Das heißt, wie gesagt, ich wünsche euch das Allerbeste. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem ganzen Corona-Thema gerne auch in die Kommentare. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an euch, auch in dieser Zeit. Euer Leo und wir sehen uns im nächsten Video.